Herzlich willkommen, ihr Lieben, im Sonntag. Und es ist nicht irgendein Sonntag, es ist der Messesonntag. Ich habe mich spontan umentschieden, die Leipziger Buchmesse, oh Gott, wir haben ja erst März, die Leipziger Buchmesse doch an beiden Wochenendtagen zu besuchen, obwohl ich eigentlich gesagt habe, nur den Samstag möchte ich hingehen, weil mir der Sonntag eigentlich zu voll ist. Jetzt ist das Wetter aber komplett verschneit. Ganz ehrlich, schaut mal da raus. Ich stehe mitten im Schnee. Es ist ein Schneeparkplatz. Deshalb ist tatsächlich nicht ganz so viel los, hoffe ich, auf der Messe, weil viele Leute tatsächlich leider gar nicht herkommen konnten. Für mich ist es gut, es werden weniger Menschen da sein und ich habe es gestern einfach nicht geschafft, alles zu sehen, was ich sehen möchte. Ich habe also noch ein paar Stände, die ich abklappern möchte und werde dafür also nur meine kleine Tasche und meine Kamera mitnehmen. Ich werde alles andere im Auto lassen, weil ich jetzt wirklich bloß mir 1-2 Stunden genommen habe, um das umzusetzen. Aber ich möchte ein paar Leute noch sehen. Und deswegen gibt es doch noch einen zweiten Tag auf der Leipziger Buchmesse. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, ich würde sagen, das fängt schon mal gut an, ne? Schaut mal, da oben auf dem Berg, da wird gerodelt. Ich bin gestern zum Beispiel gar nicht in Halle 1 gewesen. Die Halle ist meistens tatsächlich sehr, 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 sehr überfüllt. Aber einmal kurz durchgehen möchte ich dann eigentlich doch. Und das mache ich jetzt heute noch mal kurz. Kleiner Spoiler, das Buch hier habe ich mir gestern schon gekauft. Thank you.
gerade noch beim Drümer-Knauer-Stand gewesen in Halle 3 und hatte mich spontan entschieden, das Buch von Liza Grimm mitzunehmen, die Götter von Asgard. Und es war die richtige Entscheidung. Ich wollte eigentlich gar kein Buch mehr kaufen, aber es war wirklich die richtige Entscheidung. Ich bin nämlich 2 Sekunden später direkt der Autorin in die Arme gelaufen. Wir hatten sie ja gestern schon bei der Resignierstunde getroffen. Da habe ich das Buch aber noch nicht besessen. Jetzt habe ich trotzdem mein Autogramm, meine Signierung ins Buch bekommen. Ich freue mich tatsächlich sehr. Jetzt mache ich mich gerade noch auf den Weg in die Halle 5. Ich möchte nämlich noch mal in der Blogger-Lounge vorbeischauen und gucken, ob es da noch ein paar Leute gibt, die ich treffen kann, beziehungsweise die ich kenne. Und ja, da muss ich tatsächlich mal schauen, wie viel ich noch mitnehmen heute. Der Vlogger-Lounge und es hat sich tatsächlich total gelohnt, nochmal hierher zu kommen. Ich habe nämlich ein paar Leute getroffen. Das ist die Sophia. Wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. Ja. Auch hier. Auch in der Vlogger-Lounge. Ja. Jetzt habe ich dann ein Tattoo erkannt. Ja, genau. Dass wir verbunden sind. Ja, hier. Mein Supernatural-Tattoo. Yes. Genau. Und das läuft die Steffi. Also frecher geht's nicht mehr, oder? Und die Silvia. Ich rede gerade über die Deutsche Bahn. Und ich habe ein Traveling mit Deutsche Schnellstrecksbahn. Okay. Möchtest du deine Brille abnehmen? Hier hängen so viele Leute, die ich kenne. Da zum Beispiel ist der Martin. Und irgendjemand war tatsächlich so nett und hat auch meine aufgehängt. Da häng ich. Und, schaut mal, da ganz oben hängt die liebe Maddie. Natürlich mit ihrer Extrawurst. Also, bisher kann ich sagen, dass es sich doch gelohnt hat, diesen Sonntag nochmal ganz kurz auf die Messe zu kommen. Es ist coolerweise tatsächlich auch gar nicht so viel los wie die letzten Male sonntags, beziehungsweise nicht so viel los wie auch in Frankfurt. Ich glaube, viele Leute haben tatsächlich beschlossen, diesen Sonntag sich nicht mehr die Mühe zu machen, auf die Messe zu kommen, wegen dem Wetter und Züge fahren teilweise tatsächlich ja auch gar nicht mehr mitbekommen habe. Ja, und jetzt will ich euch nochmal ganz kurz was zeigen. Schaut mal, diese tolle Tasche. Habe ich gerade vom Drümer-Knauer Verlag bekommen. Sie ist eigentlich hier vom Moses Verlag, aber Drümer-Knauer hat sie mir eben gegeben. Und da ist was ganz Tolles drin. Ah, was ganz Tolles Kleines. Nämlich die Götter von Asgard von Liza Grimm, die ich ja gerade noch am Stand getroffen habe. Deswegen schaute mal. Tadalala. Für Katharina mit den coolen Haaren. Und Liza Grimm, ist das nicht voll cool? Ich habe mich total gefreut. Ich bin ihr gerade nämlich einfach spontan in die Arme gelaufen, während ich ihr Buch in der Hand hatte. Das war eine super schöne Fügung. Das heißt, ich habe während dieser Messe doch noch eine Autorin getroffen und sogar eine Signierung mit nach Hause nehmen können. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Und jetzt laufe ich noch mal kurz los, suche die liebe Emma und hoffe, dass ich sie noch finde. Und ich glaube, dann mache ich mich auch schon wieder auf dem Weg nach Hause. So, ich bin jetzt noch nicht mehr losgegangen, sondern bei Emma. Hallo, jetzt bin ich im Fernsehen und bei YouTube. Wir sitzen jetzt noch zusammen in der Blogger-Lounge und haben quatschen ein bisschen, genießen noch ein bisschen die Zeit, bevor wir gleich bald nach Hause fahren. In den Schnee. Genau. Willst du noch was sagen?
will ich noch was sagen. Ja, ich hoffe, du verlinkst mich in der Infobox, sonst werde ich es nicht sagen. Und ja, ansonsten hätte ich immer so viele Ideen, was ich sagen könnte. Und wenn die Kamera dann läuft, fällt mir nichts Gescheites ein. Tust du auch einmal mit? Sie bleibt anonym. Genau, genau. Emma werde ich natürlich verlinken. So viel dazu, schaut in der Infobox vorbei, da geht es zu Emma. Mache tolle Podcasts. Und ansonsten ganz viel Blogarbeit. Genau, ganz viel Blog und Podcast. So, und genau, wir sitzen immer noch in der Blogger Lounge. Und ja, gleich geht es wirklich für mich nach Hause. Gleich ist wirklich vorbei, gleich ist Heimreise angekommen. Schon wieder auf dem Rückweg. Gleich gehen wir ins Pressezentrum und verlassen die Messe. Es war schön, dass ich in diesem Jahr dabei sein konnte, auch wenn es nur kurz war. Video begonnen hat, endet es jetzt auch wieder in meinem Auto. Ich sitze jetzt wieder schön muckelig im Warmen. Wobei ich sagen muss, da draußen, trotz des Schnees, wenn die Sonne scheint, ist das Wetter eigentlich total angenehm. Und mein Messesonntag hat sich gelohnt. Ich bin tatsächlich noch einigen Leuten über den Weg gelaufen, die ich sonst Ewigkeiten nicht gesehen hätte, beziehungsweise die ich tatsächlich Ewigkeiten nicht gesehen habe. Darunter zum Beispiel noch Uwe und die Elli vom Stuttgarter Stammtisch. Und dann bin ich noch ganz vielen anderen Bloggern begegnet und der Sophia. Und ich habe tatsächlich sogar noch ein Buch signiert bekommen. Es wäre ja auch ganz schön komisch gewesen, wenn ich ohne ein signiertes Buch von der Buchmesse nach Hause gekommen wäre. Also insgesamt habe ich jetzt 4 Neuzugänge. Teil davon habe ich euch ja auch schon gezeigt. Ich kann also sagen, dass dieser Messebesuch sich definitiv gelohnt hat. Allerdings muss ich auch sagen, dass es auf jeden Fall ein ganz, ganz komisches Gefühl ist, erst Samstag und Sonntag dabei zu sein. Also, dass jetzt Mittwoch ist ja nur Frankfurt, aber dass jetzt Donnerstag und Freitag, also quasi eigentlich die Pressetage, die Tage, die halt innerhalb der Woche liegen, dass die jetzt gefehlt haben, ist ein super komisches Gefühl, weil ich die als Bloggerin tatsächlich eigentlich immer mitgenommen habe. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, die Messe war schon fast wieder vorbei und ich bin nur am Ende da gewesen. Quasi so die letzten Züge nochmal einmal mitgenommen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele sowieso nur einen Tag kommen und dass da scheinbar auch normal ist, aber irgendwie kenne ich es tatsächlich anders und es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, so auf der Messe zu sein. Aber ich bin jedenfalls definitiv froh, dass ich überhaupt da gewesen bin. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich gleich mein Navi angeschmissen kriege, beziehungsweise dass ich die letzten Stories noch hochgeladen bekomme in meinen Instagram-Account. Denn irgendwie habe ich, glaube ich, meine mobilen Daten aufgebraucht. Ups. Aber das war mit dieser Messe tatsächlich eingeplant. So, jetzt muss ich schauen, dass mein Auto gleich anspringt. Ich hoffe also, ihr drückt mir alle die Daumen, sonst komme ich nämlich nicht nach Hause. Ja. Und wer den Messe-Samstag noch nicht gesehen hat, der darf jetzt gerne mal unten in der Infobox gucken. Da ist der ganz bestimmt verlinkt. Ansonsten bleibt gerne dabei, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!